Movie Inside, der Dark Frequency Filmtipp mit Jörg Gottschling. Action! Was haben Klone, Zwillingshexen und eine Cybersekte gemeinsam? Sie bewohnen dieselbe kleine französische Hafenstadt und leben dort unerkannt unter uns. Seid ihr verwirrt? Zu Recht. Denn diesmal geht es um einen Film, der irgendwo zwischen Kunstwerk und Geniestreich liegt und keineswegs der großen Masse gefallen will. Die Rede ist von Die Stadt der verlorenen Kinder. Es war einmal ein Erfinder, der so begabt war, dass er Leben erschaffen konnte. So begabt, dass ich nicht sagen ließ... Ein Märchen also. Ich fühle schon, wie meine Tränen perlen. Da er weder Frau noch Kinder hatte, beschloss er, sie aus seinen Retorten zu erschaffen. Er begann mit seiner Ehefrau und verlieh ihr die Gabe, die schönste aller Prinzessinnen der Welt zu werden. Leider verhexte eine böse genetische Fee den Erfinder, sodass die Prinzessin bei ihrer Geburt nur 3 Zoll groß war. Er klonte danach 6 schöne Kinder nach seinem Bild, treu und arbeitsam und alle so ähnlich, dass man sie verwechseln konnte. Aber erneut wurde er verhext und sie wurden von der Schlafkrankheit befallen. Da er einen Vertrauten brauchte, ließ er in einem Aquarium ein armes Gehirn voller Migränen wachsen. Und schließlich schuf er sein Meisterwerk, intelligenter als der intelligenteste Mensch, den man finden konnte. Leider irrte er sich schon wieder, denn auch der hatte einen Fehler. Er kannte das Träumen nicht, nicht den geringsten kleinen Traum. Und es ist unvorstellbar, wie schnell er vor lauter Kummer alt wurde. Es beginnt eigentlich ganz harmlos. Ein kleiner Junge, kaum älter als 3 Jahre, liegt in seinem Bettchen. Es ist Weihnachten und plötzlich fällt im Kamin ein Seil herunter. Ein dicklicher Mann mit rotem Anzug und mit weißem Bart hangelt sich ab und grinst den Kleinen an. Der kleine Junge strahlt zurück. Doch dann kommt ein zweiter Weihnachtsmann den Kamin herunter und schließlich ein dritter und dann ein vierter. Und irgendwann ist der gesamte Raum voll von grinsenden, gruseligen Weihnachtsmännern. Die Zyklopen, eine sektenartige Verbindung mit dem Aussehen eines Borgs und dem Verstand eines Ungläubigen, verschleppen die Kinder einer verwinkelten Kleinstadt zu einem kranken Wissenschaftler ohne Seele. Ein leicht naiver Muskelprotz mit dem Namen One kommt dahinter und will ihm sein Handwerk legen. Er hat auch einen Grund dafür, denn sein kleiner Bruder Donré wurde ebenfalls entführt. Nein, 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 nein! Nicht da lang! Die Kinder! Was ist mit ihnen? Wissen Sie was? Er nimmt sie mit. Der Teufel nimmt sie mit. Ja, er holt sie auf das Schiff. Er nimmt sie mit in die Hölle. In welche Hölle? Der Tätowierte. Er weiß, wohin er sie schafft. Die Karte. Die Karte mit dem Minenfeld ist auf seiner Haut tätowiert. Alles ist meine Schuld. Auf der Suche nach den Zyklopen begegnet er einer siamesischen Zweikopf-Französin, die sich im Oliver-Twist-Stil ein paar raubende Kinder hält. Der Muskelmann wird daraufhin sofort in die illegalen Machenschaften verwickelt. Doch schon der erste Clou geht schief und Juan flüchtet mit der cleveren Miette, die sich prompt seiner Suche nach dem Bruder anschließt. Juan? Wie ist das, wenn man einen kleinen Bruder hat? Da muss man laufen. Er wird sich nicht beklagen können, dass man sich nicht um ihn kümmert. Donré, kleiner Bruder. Miette, kleine Schwester. Verfolgt von den bösen Zwillingsschwestern und in den Fängen der Zyklopen lüftet das ungleiche Team aus dem großen starken Riesen und dem kleinen klugen Mädchen nach und nach das wahre Geheimnis des Wissenschaftlers. Die bösen Kleinen sind heil davongekommen. Die bösen Kleinen sind heil davongekommen. Aber es ist noch nicht vorbei.
Die Stadt der verlorenen Kinder ist das bildgewaltig skurrile Werk des Kultregisseurs Jean-Pierre Jeunet, der mit seinem Erstlingswerk Delikatessen 1991 seinen Einstand gab und spätestens seit der fabelhaften Welt der Amelie nicht mehr aus der Filmwelt herauszudenken ist. In vielen kleinen Geschichten verpackte er eine Handlung, die sich nicht jedem sofort erschließen mag. Fernab von der Realität kreierte er ein Trauermärchen aus fantastischen Apparaturen, klaustrophobischen Nietenmetallgängen, trostlosen Gassen und Kellerlöchern sowie einer Menge ungewöhnlich hässlich komischer Geschöpfe. Erwin, ich habe Migräne. Erwin, du weißt doch, was Gefühle sind. Willst du mir nicht bitte helfen? Kannst du es mir erklären? Warum haben diese Kinder nur Albträume? Weil du ihr Albtraum bist. Auch wenn du alle Kinder der Erde peinigst, gibt es etwas, das du niemals bekommen wirst. Was? Eine Seele. Und du glaubst, dass du eine hast? Du hast nicht mal einen Körper. Der Mensch, der uns erschaffen hat, hat aus uns Monster gemacht. Nein, Krank, du irrst dich. Nur du bist ein Monster. Sei still, du bist als einziger verantwortlich. Ich kann gar nichts dafür, gar nichts. Mit dem Film erwartet euch eine moderne, abgefahrene Adaption des Rattenfängers von Hameln, gepaart mit einer unverfänglicheren Version von Leon der Profi. Ein Liebhaberstück mit einem generell ungewöhnlichen Erzählstil, der jedoch schon längst zum Markenzeichen des Regisseurs geworden ist. Wer Lust hat auf eine Story abseits der Mainstream-Pfade Hollywoods und seinen cineastischen Horizont erweitern will, darf an diesem Meisterwerk nicht vorbeigehen. Denn die Stadt der verlorenen Kinder ist eines nicht. Verlorene Zeit. Cut!